Und sollte das Mikro auf. Oh, was ist los? So, jetzt. Man sollte das Mikro aufmachen. Hallo, guten Abend. Ist das mit der Kamera so stimmig? Ich hoffe doch. Ich grüße euch. Hi. Ja, es war kurz hier. Ein Hebel war verstellt beim Mischpult. Guten Abend, liebe Zuseher. Der Meister höchstpersönlich. Ja, der Meister. Der Meister. Rise! Panorama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Rednecks Man, thanks man. Cracky Uprising, der echte Mutti Tag. Namen, Photonjäger. Panorama Man, yeah, 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 Felix. Yeah. Danke fürs Abo. What happened? WTM 2LP? What the fuck? Nino W? Banana What the Rama hell? Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Was ist hier los? Auf einmal sagen sie alle, ey, benachrichtigen. Uts, 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 uts. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Ah, hallo Acer. Hardware Pietro. Ah, Gringo. Gringo ist jetzt Hardware Pietro. Das muss ich mir merken. Das ist nicht so einfach. Hey, Tomsi. Mr. Tarantoga. Hey, Fieser aus Friese. Lang nicht gesehen, Dude. Matzi, Hallöchen. Los. Los ist 276 Zuschauer. Sehr schön. Hammer Smith, grüß dich. Hast du deinen Sound wieder hergestellt bekommen? Lag's nicht an mir. Radeon 64, Hallöchen. Die sind von der harten Sorte. Ja, ja, ja. Wir können auch mal bei den Gaming-Streams einschalten. T-Tixor-Sist. Thanks, man. Hallo, Coca-Cola. Was willst du mit Ryzen? Damit kannst du nicht spielen und auch nichts Ryzen. Ja, aber Pakete auf Ryzen, das kann ich. Ich muss schon mal meckern, der Karton ist dünner geworden. Guten Abend, Ryan, Ray, Tylock, Tachauch, Skipper, The Craven, Erika, hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Hier guck, Savius, 7 Monate in Folge, Baby. Schwengeldengel-Alarm. Silber plus 1. Topnudel. Namen Demo, hi. Ein 470er-Board habe ich noch nicht, nein. Asrock nimmt das mit dem Marketing nicht so genau. Das dauert immer Ewigkeiten. Beziehungsweise wahrscheinlich gibt es da eh keins wieder für lau. Also, ich habe noch keinen 470er, nein, noch nicht. Also wir werden heute erstmal schauen, was auf dem X370er-Board geht. Hi, ich mag Bilder. Grüß dich. Dein Ryzen 5 1600 ist ein Übertaktungskrüppel, weil er auf 3,85 geht. Ist er nicht, Ocelot. Sei beruhigt. Das ist ein wunderbarer Takt. Mal sehen, was der Ryzen kann. Mr. Jay-Z, hat er schon neue Silizium-Taler? Nein, der hat noch gar nichts. Der hat noch nichts bekommen. Ich weiß nicht, ob er sich nicht drum bemüht hat früh genug oder ob er einfach nicht berücksichtigt wurde von den Großhändlern. So fein nach dem Motto, ah, der kleine Mann, der braucht ja nichts. Genauso wenig wie Asrock. Ich verstehe Asrock sowieso nicht. Also, ja. Die Käufer, das seid ihr. Und ihr müsst was darüber sehen und was lesen und weiß ich nicht was. Aber wenn er nichts küt, dann küt er nichts, ne? Was wohl mit den X74-Board interessant wird, ist die freie XFR-Einstellung. Ja, ja, klar, was der dann dort macht, ne, von sich aus gesehen. Ja, ich bin erstmal gespannt, was auf einem relativ humanen X370-Mainboard gehen wird. Weil das ist auch nichts Besonderes. Das ist das X370 Fatality Gaming X. Das ist eigentlich eins der günstigeren Vertreter. Also es hat jetzt auch nicht die unglaublich mega Spannungswandler drauf und so. 45 Ampere ist es wohl abgesaved, aber gut, ich meine, ich habe bisher den Ryzen 7 1700 darauf ein bisschen hochgeprügelt gehabt und so weiter und so weiter und wie wir ja alle wissen, ist das nicht so gutes Silizium, da muss man schon ordentlich Spannung drauf geben. Ich erwarte keine Wunder, aber wir werden uns jetzt erstmal das Ganze komplett default anschauen und das ist natürlich erstmal die Frage, ja, ohne Loadline Calibration, ja. Ist leider so. Also, wie gesagt, ich erwarte da keine Wunder, aber ich möchte jetzt sowieso erstmal so ein Grundbild abzeichnen, weil ich habe die letzten beiden Tage auch nur mit Benchmarking verbracht, indem ich
ja, kleinere Ryzen APUs und CPUs getestet habe, durch einen gewissen Parcours gejagt habe, und das möchte ich heute mit euch im Prinzip auch mit diesen beiden hier durchgehen, in der Hoffnung, dass das irgendwann in einem schönen YouTube-Video mündet. Ja, muss man mal sehen. Hi Andy, 7-jähriger Marvin, guten Tag auch. Der Bromart ist natürlich auch dabei. Testen und killen. Immer mehr Salz in die Wunde, fieser Ostfriese. Hau rein. Gib alles. Es tut gar nicht gut genug weh. Ja. Wann hast du den bekommen, Cracky? Heute. Ja, heute. Heute sind beide eingetrudelt hier. Namen Grey VIP. Hey Cracky, was sagst du zum Ryzen? Hab den 1500X mit dem V-Core A38 Stable. Ja, du hattest mir noch eine E-Mail geschrieben. Ja, ist super. So ein schönes Ergebnis. Who is Gronk? Gronk hat ein Abo von uns. Linus Tech Tips hat ein Abo von uns. Dr. Disrespect auch. Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Danke fürs und Abo. Und Jonas Franz auch. Dankeschön. Der Tony ist dabei. Stugi. Ist bisher auf noch keinem X470 implementiert. Ah, okay, Chucky. Wo hat der Cracky dir denn so schnell her? Nö, ich habe die vorbestellt bei Amazon, als man das kurz konnte. Das heißt, ich habe effektiv für den 27X zu viel bezahlt. Nee, AMD selber, glaube ich, beliefert lieber Top-Pflanzen. Lasse ich jetzt auch so stehen, ist okay. Ich habe mich nicht drum bemüht, ich habe auch nicht meine Seele verkauft, aber die können gerne meine Seele haben. Aber okay, wenn es nicht sein soll, dann muss halt unsere treue Community dafür sorgen, dass wir so einen Quatsch hier machen können. Sowas. So, nun ist auch AMD ein Ravioli-Abonnent. So macht man das. Ja, mit dem RGB-Kühler 5,5 mindestens. Ja. Bei Amazon kriegst du die noch nicht. Very old man. Es gab eine News of PC Games Hardware, da konnte man sie bei Amazon vorbestellen und ich habe sie sofort vorbestellt. Und danach sind sie auch nicht wieder aufgetaucht. Als dann die UVP raus war und so, hat Amazon die auch nicht mehr live gestellt. Aber ich habe diese beiden Dinger von Amazon bekommen. Definitiv. Mais Rocks. Wup, 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 wup. Ja, der Ryzen 7 2700X hat einen lecker RGB-Kühler dabei. Ich denke, wir werden aber mit dem kleineren von den beiden anfangen. Kriege ich den Lüfter? Nein. Ja, nun kommen sie nicht aus der Hufe, weil sie sich schön die Kohle einsacken wollten. Ich habe für den Ryzen 7 27X nämlich 340 Euro bezahlt. Ja. We want the precious. Gimme, gimme. What? Sorry, I speak English. No problem, man, maestro. But our language here in the stream is German, so I hope you can follow my actions. Anyways, welcome. Schöne neue CPUs, ja. Wie lange streamst du? Also wir streamen seit 2009, Ocelot. Damals noch über Ustream. Da hatten wir auch schon 300 Zuseher, aber der feine Unterschied, die haben uns beim Gaming zugesehen, auf der Wii. Und da war ein Stream in 640x360 mit 25 FPS. Damals. Der Stream über MIRC. Meine Güte, das waren noch Zeiten. So, ich mach mal die Tür zu. Dann wollen wir uns nämlich einmal hier El Boxo mal angucken. La 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 la. Whoops. Tada. Da sind die beiden hübschen. Ich habe einen 267X geschenkt bekommen von Mindfactory. Na, was ein Glück für dich. Mir schenkt keiner was. Ich bin nicht kommerz genug. Hier. Ryzen 7, also zumindest keine CPUs. Doch, ich will ja nicht sagen, dass ich nicht eine CPU von AMD bekommen hätte. Ein Ryzen 5 2400G. Leider nicht zum Release. Das wäre halt immer wünschenswert. Darum muss man halt hier so einen Wahnsinn machen. Also hier ist der Ryzen 7 2700X. Wunderschön. Ja, das ist das neue High-End-Modell im normalen Desktop-Bereich. 8 Kerne, 16 Threads, 4,3 GHz Max-Boost und 3,7 GHz ist der Base Clock.
Der maximale Turbo auf allen Kernen beim bisherigen Topmodell, dem 1800X, war 3,7 GHz. Und das haben wir jetzt hier als Basisanliegen. Und der hat halt diesen wunderschönen Wraith, wie nennt er sich noch? Ich hab's wieder. Prism. Genau, Prism is a Dancer. Der hat diesen RGB-Kühler dabei. Genau, ich habe dafür unsere Community. Ganz einfach. Ja. Und das hier ist halt der heiße Kandidat für 225 Euro, der Ryzen 5 2600X, also quasi der Nachfolger vom 1600X. Und das ist ein 6-Kern-Prozessor, 12 Threads, 4,2 GHz Max Boost und 3,6 Base. Das war vorher auch ein Base-Clock von 3,6 und Boost-Clock von 4. Und der lief dann auch komplett auf 3,7. Der sollte jetzt mit dem neuen Turbo auch auf jeden Fall höher boosten von sich aus. Ja. Wirst du den 2.7X für dein Hauptsystem benutzen? Nein, werde ich nicht. Der wird meine Hallen verlassen in Richtung Hamburg. Der wird wahrscheinlich beim Bersi landen, so ist der Plan. Aber vielleicht in 2.6X. Ich komme eh so wenig zum Videoschneiden, da brauche ich die mehr Threads gar nicht. Ja, da bin ich noch nicht so unschlüssig. Erstmal wird wieder gebastelt, genauso wie vor einem Jahr, als Ryzen auf den Markt kam, gab es auch erstmal nur ein Testsystem nach dem nächsten. Und ich habe halt getestet, noch und nöcher. RAM gekauft, noch und nöcher. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war das ja eine gar nicht so schlechte Idee. Ja, so, wir packen erstmal den 2.6X aus. Wie gesagt, der Karton ist ein bisschen runder geworden, ein bisschen dünner geworden. So, hier. Ryzen 5. Und da ist die CPU. 2.6X. Ja, nichts Neues hier. Ich weiß nicht, ob auch hier der Hinweiszettel dabei ist. Wahrscheinlich schon, dass die Boards Ryzen 2000 ready sein müssen. Also ihr könnt euch jetzt nicht beim größten Händler in Deutschland aus der Stange ein Board nehmen, weil die einfach viel zu viele Boards verkaufen. Die haben einfach keine Zeit für BIOS-Updates durch die Bank weg. Und dann habt ihr halt das Problem. Als Kühler mit dabei, dass ihr erstmal ein BIOS-Update machen müsst. Als Kühler dabei ist der Wraith Spire. Guter Kühler, richtig guter Kühler. Der war bisher beim Ryzen 5 1600 mit dabei. Ist jetzt beim 2600X im Lieferumfang enthalten. Der coole Wraith Spire LED, welcher beim Ryzen 7 1700 mit dabei war, der ist jetzt dem Ryzen 7 2700 vorbehalten. Ja, es gibt ja insgesamt jetzt 4 neue Modelle, die rausgekommen sind. Also den 2.7X, den 2.7, den 2.6X und den 2.6. Yeah, danke fürs Abo. Hey Metal Pack, zum vierten Mal, wunderbar, danke schön. So, den lassen wir gleich draußen. Stellen wir mal nach. Nee, da, wenn ich mir den Chat vollstelle, ist das ein bisschen blöd. Ist es normal, dass kein Bild bei ist? Was denn für ein Bild, bitte? Beim 1500X ist ein kleinerer AMX. Das ist nicht der Wraith Spire, das ist der Wraith Spire Stealth. Da ist der Kühlkörper nur halb so dick. Freelancer! Thanks! Dankeschön! Danke für deine Unterstützung, Dude. Warte mal, jetzt sehen wir, im Hintergrund läuft gerade noch irgendein Video, das kein Mensch will. So. Ja, das hier ist Mr. High End. Ryzen 7 2700X. There he is. Wunderschön. Der kommt später zum Zuge. Wir gucken uns aber trotzdem auch kurz den Kühler an. Schwengeldengel. Wup, 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 wup. Zwiegelino. Snarf Wiki. Dankeschön. Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Oha. Hier, guck mal her. Wraith Spire. A Wave Prism. Wraith Max Prism. Wie heißt der denn genau? Das ist er. Das RGB-Monster. Das ist ein geiler Kühler. Der hat Heatpipe Direct Touch
mit 4 Heatpipes. Respekt und Anerkennung. Und das sind Finnen. Ja, auf den Mainboards haben sie vergessen, wie die funktionieren, auf den Spannungswandlerkühlern, aber hier beim Prozessor kommen sie nicht drum herum. Da können sie nicht einfach einen Riesenblock machen. Dies ist mal ein geiler Kühler, oder? Schön mit dem alten Spannbügelkonzept, ratzfatz montiert und demontiert. Schickes Teil. Sehr, sehr schick. Und sogar zwei RGB, eine RGB-Stripe ist dabei und halt so eine Verlängerung für die RGB-Kirmes. Wunderbar. So wie man sich das wünscht. Ja. Flecken auf der Hose können Sie behalten. Krasse Boxlüfter EU West. Aber es gibt neben neuen Board. Ich weiß, dass es ein Gigabyte Board gibt. Ja, das weiß ich, Felix. Rednex! Jawohl, sehe ich auch so. Ein bisschen Spaß haben werden. So, mal gucken, wie wir das hier wieder reingefuddelt kriegen. Das ist gar nicht so easy. Am besten erst das Plastik wieder da unten rein und dann den Kühler draufstellen. Weil hier liegen diese Kabel drin, die für den RGB-Anschluss gedacht sind. Die gibt es auch einmal mit USB. Braucht der nochmal extra Power? Vermutlich. Sneaky V, Dankeschön. Ist gar nicht so easy zu trennen. Was ist denn hier los? Netzwerk. Möge die Reise beginnen. To keep on rising. Das war übrigens die Credits-Musik aus Rise of Nations. Vorhin. So. Ah! Guck, ich habe ihn schon in den Müll geschmissen. Mann, bin ich nervös. Ja. Sie nannten es Lampenfieber. USB ist, falls man keinen RGB-Header hat. Ich habe es mir fast gedacht. Danke für die Aufklärung. Hab einen schwarzen Bildschirm im Player. That's a bad thing. Ich hoffe, das haben nicht noch mehr. Blaubarsch-Bursche. Blaubarsch-Bube. Der Blaubarsch-Bube. Ja, wunderschön. Sehr, sehr cool. Habe ich den Deckel vergessen für den Kühler? Ich glaube schon. Gucken wir nochmal raus. Das ist der Deckel für den dicken Kühler. Doch, das ist schon mal ein Privileg an sich, ne? Die CPU kostet 319. Und du hast einen richtig geilen Kühler dabei. Und halt 8 Kerne, 16 Threads. Ah, läuft dann über die Cooler Master Software. Okay. Ja, ist doch nett. Ist doch super. Alle einmal, die kein Bild bekommen. Alle einmal brennen. Rednex, hey Cracky, ich weiß nicht viel, aber in einer kleinen Unterstützung so ein Reisen für den Super Video und Streams, die du raushaust, fast 3 Jahren. Alle kleine Gabe. Danke, Rednex Seller. Wupp, 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 wupp. Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Paddy! Paddy! Silbernudel-Alarm! Zum Hinweis, wenn man 6 Monate in Folge uns supportet, wird der Ravioli-Ball silbern. We are currently investigating video not loading for users across the site. Hang tight. Fling. Oh. Ja, muss irgendwer, der noch zusieht, im Chat einmal sagen, was ich so gerade mache. Wie geht's meiner APU? Zwei der kleinen Dinger da konnten gerettet werden und zwei waren kaputt von den SMD-Bausteinen. Wurden dann 2 angelötet. Und yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. 1000 Dank, Piepenhannes! Super geil! Und ja, jetzt warte ich auf den Rückversand und dann heißt es nur Daumen drücken. Würde es sich lohnen, auf Ryzen umzurüsten? Du, Tomsi. Boah. Fürs Gaming nicht unbedingt. Wenn man jetzt schon so eine Basis hat, weißt du? Warum steht da ein Be Quiet Gehäuse? Weil da mein Testsystem drin ist. Da-da-da-da-da-da. Ja, das ist unsere heutige Testplattform.
in einem Be Quiet Case. Ich denke, ich muss es einmal abklemmen, dann kann ich besser hantieren hier. Einmal drehen. So. Das ist unsere heutige Testplattform. Monty Orange, ja genau. Geil wäre noch gewesen, einen der neuen Thermalright-Kühler am Start zu haben, die mit dem Ryzen-Branding drauf. Das wäre noch ein Knüller gewesen, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Die haben ja auch wahlweise eine orange-eloxierte Kopfplatte. Chucky, that's Shane. So. Das ist unser Testsystem. Mainboard ist das ASRock X370 Gaming X, wie bereits erwähnt. Sind 2x8 GB G-Skill Trident Z drauf verbaut. Ja, Arbeitsspeicher. Und das sind 3200er mit CL14. Und als Grafikkarte haben wir hier die PowerColor RX 580 Red Devil Golden Sample. Ja. Wie heißen die? Die Thermalrights, die heißen irgendwie Aro oder so. Die haben einen ganz merkwürdigen Namen. Die sind ganz neu rausgekommen. Hoppala. Ist nicht mehr magnetisch genug. Müsste ich mal wieder magnetisieren. 580, 560, es ist eine 580. Toll, und ich sehe schwarz. Ja, vielleicht geht's ja gleich wieder. Ja, ich kann jetzt nicht warten, bis alle dabei einschalten können. Hat das mit dem Afterburner bei dir geklappt? Ja, Guschler, es hat wunderbar geklappt. Es ist total cool. Macht richtig Bock. Danke nochmal für den Hinweis. Ja, der Guschler hat mir nämlich netterweise eine E-Mail geschrieben, wie das so mit dem Afterburner, mit dem Benchmarking klappt. Im Prinzip ein Macho HR02 mit anderen Farben. Allerdings hat der keine konvexe Bodenplatte, sondern Plan. Was den Ryzens zugutekommt. Das habe ich extra hinterfragt. Backneck, ich hoffe, Sie bewundern uns heute vom Hocker Ryzen. Yes, das hoffe ich auch. Also normalerweise sind die Thermalrights so ein bisschen angepasst, haben eine konvexe Bodenplatte. Das heißt, ne, der Bauch vom Rex ist konvex, also vom T-Rex. Und das ist hier nicht der Fall. Jetzt, wer sich wundert, warum benutzt er die Zahnbürste da? Es geht um den Haltehebel hinten für den PCI Express. Den drücke ich damit auf Seite. Ja, das ist die Grafikkarte des Vertrauens. RX 580 Red Devil Golden Sample. Ich weiß, das ist nicht die super High-End-Karte, aber ja. Red Team, Baby. Was denn? Akt Twitch kaputt. Info zu Twitch. Ja, leider ist Twitch kaputt. Ist es? Das ist das Ravioli-Zonenglück oder das generelle Ravioli-Glück. Ich weiß noch, als ich seinerzeit Gewinnspiel veranstaltet habe mit den Snakebite-Controllern, Mega Man 2 Speedrun, Datum festgelegt, YouTube-Ankündigungen gemacht, ganz viele Leute dahin gezogen, dass die mir zugucken, wie ich Mega Man 2 zocke. Kleine Magneten zur Schraubendreher, Magnetisierung. Ja, den haben wir doch hier. Ich mag Bilder. Den haben wir doch hier. Und dann waren wir live. Und dann ging Twitch nicht. Dann war ich dann live zum Stichdatum und wollte Mega Man 2 Speedrun machen. Was im Nachgang auch wieder ein Gewinnspiel, ein Glücksspiel war. Aber gut, da hat ja keiner Geld in die Hand genommen. Also alles gut. Und dann ging Twitch nicht. Dann wollte ich schon auf YouTube umsatteln und dann ging dann Twitch doch. Also ich hoffe, dass SDG oder SDG5 eins davon hat geholfen. Wohl Caching. Ja, das ist ein netter Hinweis. Vielleicht wird er so gelesen. Dankeschön. So, jetzt wieder Magnetillo hier. Ich muss das Ding eben hinlegen, sonst kriege ich den Noctua nicht runter. Sonst ist das ein bisschen dämlich. So. 384 Leute sind nicht im Biergarten. Oder vielleicht doch?
Schaut jemand aus dem Biergarten zu? Du hast dir eine 69 für einen Huni geschossen. Warum denn nicht eine 92er für 140? I don't get it. Naja, viel Spaß damit. Aber 69er für einen Huni ist okay. Solange es die 4-Gig-Version ist. So, sieht man irgendwas? Ich hoffe. So, wir holen jetzt die vorhandene CPU natürlich runter. Kommen noch mehr YouTube-Videos zum 2.4G? Ja, eventuell. Unbekanntes Flugobjekt. Fliegt irgendwas durch das Bild. Schau vom Laufband im Fitnessstudio. Paul Hogan auf dem Laufband. Aber niemanden mit deinem Messer bedrohen, du. Ach, sprudelt der Chat weg, ne? Die rechnen da noch nicht mit so einem Ansturm auf so einem Kanal hier. Der könnte damit rechnen. Ist ja nur eine Talkshow, nur ein Hardware-Stream. Es gibt auf Twitch keine Kategorie Hardware-Stream. Auch von der ISS. Na, das ist cool, Schnauzbart. Wie ist es da oben? Wie ist die Luft? Da gerade Freizeit. So. Jetzt steckt noch der Ryzen 7 1700 drauf. Den tun wir jetzt mal schön gescheit auf Seite, ganz weit weg. Scheint die Sonne. Ist der 27X verlötet? Egal, ob das der 2.6, der 2.6X, der 2.7 oder der 2.7X ist, alle sind verlötet, jawohl. Meisterbrauerei lässt 250 Bits springen. Seid ihr cool oder was? Dankeschön. So. Genau, außer die APUs. Die sind nicht verlötet, aber das ist auch jetzt so im Nachgang. Ja, wäre vielleicht für einen HTPC ganz nett gewesen, wenn sie es wären. Aber normalerweise reicht das auch so. Yay, es läuft wieder. Würde es sich lohnen, auf eine PCIe SSD umzurüsten? Wenn du kein Video- oder Audioschnitt machst oder 3D-Modellbearbeitung, wo dein Arbeitsspeicher mit 32 GB voll ist? Nein, lohnt eigentlich nicht. Kramsaftmann, moin Rip! Wo ist deine Vega 64? Ist die in deinem Hauptsystem? Richtig, die Vega 56 steckt da drin. Die steckt im Hauptrechner. Kann ja hier mal alles zerpflücken. So, jetzt aber hier Ryzen 2 Zeit. Vielleicht machen wir vorher nochmal ein Clear CMOS. Obwohl egal, der berafft sich auch so. Nein, wieso? Es gibt doch in Real-Life-Streams, es gibt doch IRL-Streams, wo die Prämisse ist, dass der Streamer sich mit seiner Community unterhält. Die in Real-Life-Streams, die haben ganz strikte Regeln. Das ist sehr faszinierend. Quick auf Ryzen 2.0. Ne, die ist Walker. Dankeschön. So. Also hier. Natürlich kommt jetzt Wärmeleitpaste draus. Wer hätte das gedacht? Blub. So. Also als erstes der Ryzen 5. 2600X. Noctua wieder drauf. Ja, ja, das ist die Firma Grizzly, ja. Die. Wie heißt die? Kryonaut, ne? Das ist jetzt der Ryzen 5 2600X.
Was hat man denn mit dem X470 für Vorteile? Schwengeldengel. Auch der RIP ist jetzt ein Schwengeldengel. Ja, jeder, der Amazon Prime hat und sonst kein Twitch schaut, der kann uns was Gutes tun, indem er einfach sein Konto mit Twitch verknüpft und einmal im Monat seinen Klick hier lässt. Das kostet denjenigen gar nichts. Er bekommt nette Smileys, die er hier posten kann. Nudelliebe und was weiß ich nicht was. Und ich weiß, dass das schief ist. Ich habe das auch gerade feststellen müssen. Ja, und er supportet uns damit. Und es kostet ihn nichts. Der Stream ist werbefrei. Und Dönerfleisch schneiden wir dann auch schweißfrei. So. Ich bin ein bisschen nah dran vom Zoom-Faktor her. Es tut mir leid. So. Mann. Immer so eine Sache, wenn man selber den Kameramann noch geben muss. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. RMX2K, danke. Super, vielen Dank für deinen Support. Ja? Ohne diesen Support, den ihr da seht, wäre der Quatsch auch nicht möglich gewesen bei uns. Und ich kenne nicht viele Hardware-Streamer auf Deutsch, die das vielleicht auch so ausgiebig betreiben und so verrückt sind, wie ich es bin. Der Gerät braucht nie Urlaub. Der Gerät wird nie krank. Die Red Devil feiere ich immer noch extremst. Das ist auch eine extreme Karte, ja. Extremer Riesentrümmer. Schickes Ding. So. Einmal gucken, dass das Kabel hier oben nicht im Lüfter hängt. Das hatte ich nämlich einmal schon. Dann hat es brr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 
nicht da, aber hier bin ich so groß. Das will ich gar nicht. Jetzt ziehe ich mich kleiner. Ich denke, so geht es, oder? Ja. Super. Ach, endlich mal sitzen. So, wir laden erstmal die BIOS Defaults. Das ist das aktuellste BIOS für das X370 Gaming X. Das 461er. Buddha bei der Fische. Wup, wup, wup. Coca-Cola. Dankeschön. So. Und erstmal saven und gleich wieder ins BIOS hüpfen. So, okay. Ich werde jetzt eigentlich gar nicht viel machen. Man kann zwar hier einstellen noch ein Nöcher, also manuell Taktung vornehmen und so ein Klimbim, ja. 3,6 Standardtakt und die Spannung ist natürlich herrlich, die da default anliegt. Seppi, ich habe meine CPU geschrottet beim Köpfen. Nice, ich schaue lieber nur noch den Stream. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Wir laden das XMP-Profil beim RAM. Bisher musste ich dem Board ein bisschen mehr Spannung beim RAM geben. Ich werde es auch wieder so beibehalten. Ich werde mal 1,37 geben. Ob das jetzt am Board hängt oder am RAM, der dann nicht ganz so läuft, ich weiß es nicht. Und ich lasse den Prozessor-Lüfter im Performance-Modus laufen. Das ist jetzt nicht optimiert. Ich habe dieses System quasi so zusammengesteckt und einfach in Betrieb genommen. Das Gehäuse war vorher anderweitig bestückt und ich habe das jetzt extra quasi für diesen Anlass, für den Release, zusammengezimmert. Hast schon den neuen Be Quiet Dark Rock Pro. Sehr gute Befestigung nun. Ja, endlich kann man mit dem Schraubendreher da durch, genau wie beim Thermalride. Das stimmt wohl, ja. Ja, oder hier, zum Technical More, der hat auch die Möglichkeit, so SMD-Bausteine wieder anzulöten. So, here we go, Windows, baby. Da sind wir schon. Das ging ja fix. Jetzt schauen wir mal, was CPU-Set sagt, was wir denn dort am Start haben. Hallo Hansi, grüß dich. Wow, 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 wow. Wenn du so einen Takt schon siehst. 4-2, 4-1-7-5. Was geht ab? Was ihr jetzt übrigens hört, ist die Red Devil. Ich habe die auf einen festen Lüfterdrehzahl genagelt, damit ich eine konstante Performance durch die Benchmarks habe. Oh, 4,1. Also, hallo, es geht hier ab. Was sind das für Takte? Das ist man von Ryzen ja gar nicht gewohnt. Ich muss sagen, ich hatte noch nie ein X. Das ist mein erster X. Ja, RAM-Takt ist da. CL14, wunderbar. Alles so, wie es gehört. Und hier haben wir halt Ryzen 5 2600X. Pinnacle Ridge. Jetzt sind 12 Nanometer, bisschen kleiner gefertigt, aber der Chip selber ist immer noch genauso groß, arbeitet aber wohl effizienter. Und darum liegt jetzt mehr Takt an. Ja, über 4 GHz. Ich krieg gerade ein bisschen Pipi in die Augen. Extrem gut. Super. So, wir wollen mit meinem ersten Benchmark anfangen. Warte mal. Was haben wir hier? Danke fürs Abo. Was ist das für ein erster Buchstabe? E-Tiefland? I-Tiefland? L-Tiefland. Dankeschön. Wie cool du bist. Übrigens, der Bersi ist gerade am Start. Der möchte morgen City Skylines weiterzocken. Ich weiß nicht, ob er es auf Twitch, auf YouTube gesehen hat. Er hat die Stadt mal so pauschal mit einer Wasserblase, Drittzillion Kubikliter Wasser, einfach mal so die Flut ausgelöst. Das war so lustig. Also morgen Abend hier Twitch Cities. Schreibt euch hinter die Ohren. Wird auch auf Ryzen gezockt. So, ich mache die Hardware-Info an zum Monitoring und den Afterburner. Das drückt ein bisschen auf die Performance, auf die Grafikperformance. Aber ich habe sämtliche Benchmarks so ausgeführt und wir können halt genau beobachten, was die Klamotten gerade machen. Vor allem der Prozessor. So, wie war das hier noch mit der Reihenfolge wieder auf Standard? Genau, Prozessortakt wollen wir sehen.
Die CPU-Auslastung von allen 12 Cores, genau, und den Takt von allen 12 Cores möchte ich auch anzeigen lassen. Dann wollen wir die Framerate, die Frame-Time, die Average Frames, die Maximum Frames und die 1% Low. Kann mir jemand in einem Satz erklären, was es mit diesem 1% und 0,1% Low auf sich hat? Warum ruckelcracky oder spackt Twitch? Sagen Sie es mir. Frame Drops? Oh ja, wir haben Frame Drops. Wartet. Böse Steam. Pfui Steam. Pfui. Böse Steam. Böse Steam. Böse Steam. Böse Steam. Welcher Download ist das? Wird PUBG schon wieder geupdatet? Weil Steam einfach meinen kompletten Download lahmgelegt hat. Jetzt müsste wieder gut sein, oder? Ja? Alles klar. Okay. Danke für den Hinweis. Immer schreien. 1% allerhöchsten Frametimes bzw. niedriger FPS. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, aber okay. Immer ein Update, ja. Immer wird dieses Spiel weiter ausgebaut. Ich mag es immer noch. Ich habe das 1.0 PUBG-Dilemma überlebt. Ich finde es immer noch großartig. Es macht mir mehr Spaß als jemals zuvor. So, Rise of the Tomb Raider ist mein erster Kandidat. Average der langsamsten 1%. Also der nimmt... Was sind denn die langsamsten? Ich raff das nicht sogar. Das will mir nicht in den Kopf. Kannst du später mal zeigen, wie man eine Grafikkarte im BIOS-Update macht? Da gibt es bei PowerColor, soweit ich weiß, ein Tool. Ob wir das heute schaffen, wird schwierig, Felix. Wird schwierig. Und vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Ich habe es damals versäumt, das zu machen im Nachgang. So. Das Ganze läuft in Full HD, damit hier keine falschen Eindrücke entstehen. Und das hohe Preset. Die 580 würde in dem Setting auch sehr hoch schaffen, aber dann kommt die CPU nicht so zum Tragen. Von allen Frames werden die unteren 1% genommen und dann der Durchschnitt angezeigt. Woran definieren sich die unteren 1%? Ich raff's nicht. Die normalen FPS sind quasi 100% low. Ich raff's, aber okay, ja. Wow, guckt euch den Boost an. Was ist hier los? Okay, ist noch keine Last da. Der neue Boost, der arbeitet halt wesentlich effizienter, als es bei Ryzen 1 der Fall war. Guckt euch den Takt an. Leck mich am Arsch. Hummel, hummel, mors, mors. Wir machen mal den normalen Benchmark erstmal. Zum Eingewöhnen. Bei 1000 Frames wären 10 1%. Da sucht man sich die 10 langsamsten und berechnet den Durchschnitt. Okay, danke Bilder. Ich mag Bilder. Das Review-Logo ist davor. Vielen Dank für den Hinweis. ...4150. Wenn man bedenkt, dass der bisher auf 3,7 getaktet hat. Ja, der 1600X. Das ist ein toller Sprung. Krass. Danke, WTM2LP. Ich habe die auf 66% festgesetzt, damit sie mir in kein Limit läuft. In kein Temperaturlimit läuft, immer auf Volldampf läuft, damit ich nur die CPU benchmark im Endeffekt. Darum ist die so laut. Das habe ich vorhin kurz erwähnt gehabt. Ja, geil, ne? 53 Grad. Boah, lädt der schnell. Leck mir Morsch.
4125. 4150. Super cool. Das ist ein schöner Sprung. Das ist ein schöner Sprung. Für eine 225 Euro CPU ist das schon mal, der erste Eindruck schon mal. Hui. Guten Abend, Svendul, und danke Wasser für deine 200 Bits. Ah, 400 bis 500 MHz ist doch eine Ansage, ne? On Default 101, das ist schon mal Top-Ergebnis. Wir lassen das dreimal durchlaufen, weil es so schön ist. Das ist alles Standard, ja. Alles ideal Standard. Ideal Standard Becken. Bromod! Shamrock 151. How awesome is this, man? Ja, ich sehe meinen 86K dahin siechen. ich habe ja aktuell in meinem Hauptsystem den 8600K. Ne, i5, 6 Kerner. Kein Hyperthreading, nix. Der ist beim Gaming der bessere Prozessor. Beim reinen Gaming. Aber die Multithreading-Performance, an die ich mich beim Ryzen 7 gewöhnt hatte, die vermisst man. Wenn du mehrere Tasks auf hast, dann noch ein Programm öffnest und so. Das ging beim Ryzen immer zackiger. Die Temperaturen sind nicht echt. Die Temperaturen sind echt. Das ist der TCTL-TDI-Wert. Der Ryzen 5 2600X hat keinen Offset. Das ist der errechnete Temperaturwert. Das ist ein Noctua NHD15. Das Gehäuse ist semi-optimal belüftet, weil hinten kein Lüfter drin ist. Ideal Standard. Würdest du noch den 1700X neu kaufen oder gleich den neu kaufen 1700X? Die Ryzen 1 sind ja generell auch preislich interessant. So ist es ja nicht. Aber mit einem 1700X erreichst du diesen Takt nicht. Mit einem 1600X mit ganz viel Glück erwischst du einen goldenen Chip, der diesen Takt schafft. Und es ist ja nicht nur der Takt. Dass ich hier die 100 FPS konstant reise, ist bisher nicht passiert. Also man merkt das Takt Plus, obwohl das schon ein relativ grafiklimitiertes Szenario ist. Interessant wäre noch der Stromverbrauch der CPU. Ich kann Ihnen nur den Stromverbrauch des gesamten Systems nennen. Da greift natürlich jetzt die Grafikkarte mit rein, die gerade bei 100% juckelt und so. Ich kann jetzt mal einen Blick werfen. Das ist aber kein effizientes Netzteil. Wir verbrauchen gerade etwas über 300 Watt. Ja, Alan Pass. Der 87K ist ja auch der beste Prozessor zum Zocken. Und man kann auch Hallo sagen, ne? Ich sage ja gar nicht. Ich sage, der 86K ist auch der bessere Prozessor zum Zocken. Sag ich ja nichts. Aber als so ein bisschen YouTuber und so macht man halt auch mal mehr auf. Und da haben mir letztens die 6 Threads mal ein bisschen, waren immer ein bisschen zu wenig. Freut sich aber richtig. Ja, so ist es. Ja, ich weiß, dass es ein Böller ist. Ja. Ich hatte jetzt nichts anderes, Esingers. Bleib mal cool. Darf ja auch mal mit einem uneffizienten Netzteil laufen. Bin gespannt auf die Temperaturen unter Volllast. Ja. Können wir bitte einen Ravioli schlechte Ryzen Wortwitze Abend machen? Ja, da haben wir heute auch ganz tolle Uprise-Witze gehabt. Die Jungs meinten schon, also im Ravioli-Team, wir sollten das AMD-Marketing in Deutschland mal übernehmen mit den Ryzen-Witzen. Man hat immer Sachen im Hintergrund offen, so ist es. Und als ich dann Premiere auf hatte und wenn man dann da was macht, dann war es dann schon schwierig mit dem Rest. Ich muss zugeben, ich bin von den Taktraten schwer beeindruckt. Ja, so geht's mir auch. So, okay, jetzt 99,6. Ich kann es ja sagen, die bisherigen, meine Ergebnisse waren nie besser wie 98 FPS. Das ist schon mal eine super Sache. Machen wir bitte das Bild der Webcam etwas dunkler. Jetzt besser. Wo ist Blinker? Hoppala. Jetzt kommt nämlich meine Benchmark-Sequenz. Liebe Leute, nochmal danke an den Guschler. Wenn man im MSI Afterburner für den Benchmark Hotkeys belegt, so schaut's besser aus. Dankeschön.
Der Takt reißt mich vom Hocker. Der Takt ist nett, ne? Man weiß halt, wie sehr man nach den 4 GHz gedürstet hat, sag ich mal. Oh, 3875, habt ihr das gesehen? Oh, 375. Jetzt ist aber auch Auslastung da. Ha? Echt Welt-Gaming-Performance ist wieder was anderes. So, wir hauen rein. SDR GF1, Benchmark läuft. Nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Falsche Taste gedrückt. Hallo? Bin ich nervös oder was? Moment mal. Benchmark, SDR GF1. Hätte ich vielleicht mal mit OK bestätigen sollen, das Menü. Das war das Problem bestimmt. Wartet mal, wir laden das Savegame neu. Weil könnte sich ja irgendein Tier irgendwo hin bewegt haben. Craig, die Wattzahl von CPU wird auch in HW Info angezeigt. Ja, das ist ja auch nur ein errechneter Wert, gell? Ihr seid alle Line-Reisenden. Aber wir können uns das ja mal anschauen, wenn wir Cinebench laufen lassen oder so eine Chemis. Mit wie viel Volt kann man den 1600X betreiben? Also AMD selber hochoffiziell hat mal gesagt 1,4, nicht mehr. Jetzt läuft der Benchmark. So, wir laufen hier lang. Ja, 4,1. Wenn man bedenkt, dass der Max Turbo 4,2 ist, ne, beim, also der arbeitet halt einfach besser. Der wäre bisher jetzt strikt auf 3,7 runtergegangen und wäre da verharrt, egal was kommt. So, und hier ist der Benchmark zu Ende. Bups, F2. Das machen wir gleich nochmal. Das Ganze wird nämlich schön in eine Textdatei geschrieben. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass der Roman natürlich vorab auch wieder mit Stickstoff am Start war. Der Monty wird auch immer beschenkt. Andreas, wup, wup, wup. Los geht's, noch ein Bench. 3 Stück, dann haben wir einen Durchschnitt. Ab und zu läuft hier nämlich ein Reh lang und ab und zu nicht. Lalalala. Endlich kann der Monty auch wieder das Ravioli-Lull-Gesicht posten oder Ravio Rage. Kein Reh. Kein Reh zu sehen, nur ein Häschen. So, laufen wir hier einmal so rüber. Das ist quasi die Methode, die auch PC Games Hardware macht. PC Games Hardware macht es auch nicht anders. Die machen auch X-Durchläufe. Laufen von Punkt A nach B. Und safen das dann. Muss nur irgendwie den Stop-Key zweimal drücken. Das ist ein bisschen strange. So. Lieber Cracky, kannst du mal Rudi aus Buddeln grüßen? Rudi aus Buddeln, sei gegrüßt. Rudi aus Buddeln. Ha! Guten Tag, Lord! Ist hier einer, wohnt hier einer, der schnell scheißt? Wieso macht ihr das immer? Weil du es schon mal selber machen wolltest, aber nicht schnell genug warst, alter Mann. Wie ist die Leistung denn bei 4K? Bei 4K limitiert die Grafikkarte. Ja, reinscheißt, ja. Schnellsch, Karlsch, Dünsch. Raw ist die Witze ab. Wer ist hier alt? Niemand. Dein Kaffee. Das ist immer der gleiche, oder? Den du trinkst in den Videos, nicht? Ah, ihr seid gut drauf. Das ist schön. Ich auch. Und stop. Bups. Sehr cool. So, haben wir unsere ersten Benches. Das war Rise of the Tomb Raider. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Keine andere Frage. Was haben wir denn bisher hier gehabt? Memory-Takt 67,4, alles im grünen Bereich. 1,425 Volt maximal angelegt. 63 Ampere, Package Power 92 Watts.
SOC Power 14 Watts, CPU plus SOC 95 Watts, Auxiliary VRM 56 Grad, alles im grünen Bereich. Also die Ford brennt hier nichts an. Ist Passmark eine gute Bench-Software? Keine Ahnung. Kann durch Werbeanzeigen Bits verdienen. Bei mir geht das nicht. Lass den Ravioli Kosmos mal wachsen. Twitter-Status. Genau. Lasset es wachsen. Okay, Stream zu Ende. Ja, war schön mit euch. Macht's gut. Haut rein. Yay, wir singen. So, jetzt ein Spiel, was auch keiner benchmarkt, weil das ist ja so alt. Das spielt doch keiner mehr. Counter-Strike. Welcher Ryzen wird gebenched? Das ist der Ryzen 5 2600X. Frau Schweiß. Axel Schweiß. Es geht doch nichts über kalten Kaffee und warmes Bier. Gibt's hier ein Dorscht? Dorsch. Dorsch. Big Joe TV. Danke fürs Folgen. Dann fehlt nur noch Outcast. Outcast kommt natürlich auch. Was denkst du denn? Sodele. Wir zocken Counter-Strike in Full HD. Ich habe diese Settings hier auf hoch gestellt. Was beim Shader nicht der höchsten Einstellung entspricht. Multicore Rendering ist aktiv. Multisampling ist aus. Anisotropische Filterung, FXAA, jawohl. V-Sync natürlich deaktiviert. Und ich zocke ein komplettes Deathmatch auf DAS 2. Das ist eine RX 580 Red Devil Golden Sample. Ja, gute Nacht, Paddy. Ich danke dir fürs Einschalten. Wann gibt's den 27X? Wenn ich mit dem 26X durch bin. Dann wisst ihr nämlich, was ich die letzten zwei Tage durchgemacht habe. Auch mit einem Athlon X4 950. Spoiler. Mann, hat das lang gedauert. Ja, gucken wir mal, was, ob der Takt jetzt höher ausfällt. Bei Counter-Strike werden tendenziell nur 4 Kerne belastet. Moin, Flutty Fox. Danach hast du so einen richtigen Brückelrülps, dessen Mock hochkommt, wenn du Kaffee mit Zitronen und Salz trinkst. Boah. Boah. So. Match gerade begonnen oder was? Nee, mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Ja gut, spielen wir das zu Ende und danach machen wir Bench. Nützt ja nicht. Wut! Sunred! Was geht ab? Alter! So, zufällige Waffen bitte. Das ist mein Benchmark. Das ist mein Benchmark. Da war keiner mehr. 4-1. 4-1-2-5. 4-1. Blech, in die Fresse. Wieder sehen wir es eindeutig. Counter-Strike auf Ryzen funktioniert einfach nicht. Counter-Strike hat bei 300 FPS einen Frame-Lock. Mehr wie 300 FPS geht standardmäßig nicht. Es sei denn, man hebelt es über die Konsole aus. Aber das hat Valve extra reingenommen, weil sonst die Grafikkarten einem überhitzen. Wo kann man Bits donaten? Man kann sich Bits holen. Über dem Stream gibt es einen Knopf. Und da kann man rumbitten. Aua. Ich nehme ein komplettes Deathmatch, weil das geht 10 Minuten. Und dann habe ich halt wirklich einen super Benchmark-Wert. Was bitte? Ich habe mit der M4 jetzt letztens so gut getroffen, die letzten Nächte. Aber live funktioniert das eh alles nie. MP7. Würde ich niemals kaufen, aber geschenkt nehme ich sie. Der Ingame-Sound hört sich irgendwie komisch an. Ja, weil er über den TFT kommt. Ergs. Ich könnte ja gleich... Für den 27X hänge ich Klinkekabel dran, versprochen. Oder für PUBG. Da. Oh, war auf der anderen Seite auch noch einer. Oh, wo gibt's denn sowas? P250? Na, also nochmal zur Erläuterung. Ich habe bereits andere Ryzen CPUs genauso gebenchmarkt. Das heißt, es wird daraufhin auch noch ein YouTube-Video geben, wo es wirklich einen Vergleich gibt. Ja, PUBG, aber es ist Solo-Backnick. Tut mir leid.
Ach komm doch. Nein! Ich mag ja die Perf. Das hier habe ich in der Kiste. Das habe ich. Wurde mir das random gedroppt? Ne, das habe ich aus der Kiste gezogen. Das ist cool. Die Tour. Das ist ein schönes Skin. Boah, Andreas, 500. Unbelievable. Und einen ganzen von Akira. Hier, Akira. Also, Rise überhaupt, was triffst? Ja, richtig. Ja, Chucky. Kommt ab und zu mal vor. Gleich gebe ich richtig Gas. Ich habe nämlich kein Deathmatch gewonnen. Nochmal 300 vom Zappel. Thanks, man. Hoppala. Pro 90. Muss leider ins Bett, Manu. Ja, hau rein. Genau. Aufzeichnung wird es auf Ravioli Extras geben. Das ist unser extra YouTube-Channel, wo die ganzen crazy Livestreams, die wir hier abfeiern, live gehen. Darunter halt die Bastelnacht, dann Bersis Ballerbude, der Random Rip, Schmettes Sunday Funday, aua. Und auch die Brettspiel, Kartenspiel, Abenteuernächte mit dem Madcow, der jetzt übrigens auch eine dicke Webcam hat. Alright, Asatoya, dankeschön. Was? Wer bist du denn? Jetzt schwören können, da habe ich einen gehört. Die Org. Wo sind die Gegner? Fußball. Na, verharrt auf 4-1. Die Grafikkarte heizt das Gehäuse ganz gut mit. Gotcha, Botcho. Das war nur ein Bot. Jetzt bin ich gekränkt. It was only a bot. Üb schon mal für die WM. Für welche Eier haben? Fußball, ja. Was denn sonst? Ah, der hätte mal so durchmähen können, aber nein. Hallo, ja, ich weiß, du kannst mich einfach abknallen. Also lass es. Goddammit. Rumgepöfft. Nein! Das ist das Problem bei der Scout, dass du nicht genügend Schaden machst, um... Hallo? Weg da! Ach, da oben war auch noch einer. Come on, 5-7! 5 seconds left! Yo, Acer, hau rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Julian, hi. Ich benchmarke gerade den niegelnagelneuen Ryzen 5 2600X. Beziehungsweise jetzt wird effektiv gebenchmarkt. Bevor die Bits schlecht werden, müssen alle weg. Ich muss ans Trinken denken. Oscar TDI, hallöchen. So, wieder CT bitte. STRG F1. Benchmark läuft. Jetzt geht's los. Ich bin irgendwie Gold Nova 2 oder so. Aber ich habe schon ewig kein normales Match mehr gemacht. Ja, bei uns sieht man Hardware beim Arbeiten. Balken könnt ihr überall auf YouTube sehen. Vielleicht auch irgendwann von mir. Aber hier sieht man, wie so ein Ding in echter Welt performt.
Kein Gegner hier. Ich wollte doch das Deathmatch gewinnen. Where did all the enemies go? Fies aus Friese, 500 Bits. Awesome, ihr habt ja heute die Bits auf dem Kopf. Das ist ja nicht normal. Was ist hier los? Wow, wow, wow. Ah, das war meiner. Mein Hart. Oh. Traurig. Was ist das für ein Auto-Weaponry? Na gut, es gibt gerade Bonuspunkte mit dem Ding. Aber dann müsste man auch treffen. So, M4. Ich habe mir angewöhnt, jetzt mit der M4 leicht über den Kopf zu zielen, weil ich dann schneller einen Headshot bekomme mit der AK. Läuft gerade nicht bei mir, ne? Ach, 500 Bits sind gerade im Angebot für Prime-Mitglieder. Ja, mit den Bits kannst du jubeln und wir bekommen auch noch ein Happen davon ab, was du für die Bits bezahlt hast. Quasi. Eieiei. Ei, ei. Ich habe echt mal einen Abschuss gemacht gerade eben. Komm her, du! My weaponry is too bad. Hier ist überhaupt nichts los. Meine Güte. Ja. Für den ganzen Stream. Ja, ihr seid verrückt. Ihr seid einfach verrückt. Cracker verkackt, muss am Ryzen liegen. Ja, ja, ja. Das ist nicht die Nervosität, weil mir gerade ein paar hundert Leute eventuell zusehen. Womöglich. Das kann damit nicht zusammenhängen. Es sind auch keine Gegner da. Wie soll man denn da König werden? Und dann immer so ein Käse, weißt du? Auf die Distanz gegen zwei. God damn it. Hey, Waldi. Danke für das Geschenk. Es motiviert mich. Hallo. Ja, die Anzeige da stimmt. So, es darf wieder gepöfft werden, Ladies and Gentlemen. Ach komm, das war doch quasi zeitgleich. Holy moly! Nudelliebe! 20 Euro, du Wahnsinniger! Danke für deinen Support, man! Boom! Ah! Ja. Oh, ich hab's ja selber eingetütet. Hat jemand von Jace zu Sensors Video geschaut? Was hatte er denn jetzt wieder für Probleme mit Ryzen? Was hat er wieder gemacht? Dark Rock 88. Danke für deine Bits, Dude. Was hat Jace zu Sensors wieder gemacht mit Ryzen? Der benutzt einfach die falschen Mainboards. So sieht's aus. Nein. Die neuen Ryzens, Ryzen 5, Ryzen 7 sind keine APUs, die benötigen eine extra Grafikkarte fürs System. Ein Kabelproblem. Ach so, beim Aufnehmen oder was? Oder wie?
Alles, hör mal auf. Du kannst auch mal umkippen. Also, das gibt's doch gar nicht. Ich brauche mehr Natural Zoom. Hat seine SSD gebraten? Und er hat keine da, oder was? Oh, das gibt's doch nicht. Ja, ein X470, also ich schiele schon stark auf das Tai Chi. MSI hat auch Bereitschaft angekündigt. Also da, das wird nicht der letzte Abend sein, in dem wir uns mit diesen fashion neuen CPUs beschäftigen werden. Da, siehst du, knapp über den Kopf zielen und dann klappt's auch mit den Headshots mit der M4. Also ich bin fasziniert. Sonst habe ich die Waffe so gehasst. Der hat sich hingehockt, damit ich keine Chance habe. Ja, konnte den Test pünktlich nicht fertig bekommen, weißt du? Und ich als Familienvater muss mir das Ding vorbestellen und quasi live mit euch auspacken, damit der Zug nicht weg ist. Ich meine, es ist geil, es macht Spaß, aber gegen ein bisschen Vorabtesten hätte ich auch nichts gehabt. Wo ist hier das Riser Büro? Weiß ich auch nicht so genau. Da hinten. Beim Kondensator rechts. P250. Das ist die nackte Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Better late than never. Ja, wir werden auch ein bisschen Overclocking wagen. Ausprobieren kurz. Das kommt auf jeden Fall auch mit ran, ja. Hier fliegt schon das ganze Gewürms gegen die Scheibe. Jodelay, Guschler, was geht ab? Danke, Amazon Prime. ETF im Betreff. 500 Bits im Angebot. Unglaublich. Komm her. Das gibt's doch gar nicht. Pro 90. Ja, gib mir noch eine Pro 90. Ah, ich hab die ja schon. Wenn man einen Gamer fragt, was ist ihre Größe? Ach, gerne. 3,7 GHz. Das sind keine Bots. So normale Shooter, wo die Waffe nicht die Hälfte des Bildschirms einnimmt, die kann ich auch gut spielen, wo man nicht über Kim und Korn zielen muss. Die klassischen Dinge, weißt du? Wo man sich auch ein bisschen bewegen darf. Achso, hallo. Gut. Wacken. Achso, Kollege. Das sind nur 36 Sekunden. Nein, es war aber dumm. Oh, me. Schaffe ich nicht. Wird nur der zweite Platz. Ich habe halt auch erst ab der Mitte angefangen zu spielen. Shame. Achso, hallo. Was ist hier los? So langsam hat er sich an die 4 GHz Frames gewöhnt. Richtig. Ah, nur zweiter Platz. So. Benchmark beenden. Wups. Wunderbar. War ein gutes Match. War ein gutes Match. Bock gemacht. Ich finde es entspannter, wenn man sich nicht vorbereiten kann. Mit RGB-Beleuchtung wäre das nicht passiert. Oh. Damn.
So, wir wollen natürlich den internen Benchmark auch noch hinterherhängen, beziehungsweise den, den Workshop-Benchmark hier, den FPS-Benchmark von Mr. Uletical. Der hat übrigens den Helikopter rausgepatcht. Das ist gar kein Fehler. Der Helikopter macht keinen Sound. Das X470 Tai Chi Ultimate hat Taster auf dem Mainboard für Ein- und Ausschalter und Reset. Direkt auf dem Board als mechanische Tasten. Und es hat 10 Gigabit LAN. Hab ich schon alles verpasst. 300 Milliarden Bits. Das 500 Bits Angebot ist echt zum Kaputtreisen. Jetzt schreit die Grafikkarte. Also 800 FPS habe ich ja auch noch nicht gesehen. So, los geht's, Mann. Macht das grad Bock, ey. Also ich muss den Spruch langsam überdenken. Alter, was fliegt denn da gegen die Scheibe? Soll ich das besser zumachen, bevor hier irgendwelche Monster reinkommen? Ja, 10 Gigabit, ja. Wofür braucht man 10 Gigabit? Weiß ich nicht. Wenn du zwei Rechner hast mit 10 Gigabit, dann kannst du richtig geil Daten tauschen, oder? Das macht schon Bock. Aber es ist halt ein Premium-Board, ne? Zahlst auch 270 Euro. Wie weit idelt der neue Ryzen denn runter? Sneaky, 400 Bits. Was ist hier los? Das ist nicht normal. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Welt Ryzen! Guten Abend, Webiloop. Es muss wohl Cut 6 sein, Felix. Wo liegt der Idle-Takt beim neuen Ryzen? Das werden wir ermitteln. Das hast du gerade ja schon geschrieben. Ehemaliger Iceborner, bitte nicht immer sofort wiederholen. Also wenn ich gerade so Chat lese, ja, solange es jetzt nicht 3 Minuten her ist. Normal Cut 5 wird doch zu wenig sein, oder? Jetzt overrised ist die Community aber, ja. Tarantoga, das sehe ich auch so. Ihr überrised es ein bisschen. Besser gleich auf Cut 7 gehen. Cut, Cut, Cut. So, was hatte ich bisher? 200... 288 oder so? Was geht ab, Mann? Boah. Alright. Alright. 50 Bilder mehr. Alright. Sehr gut. Das ist immer noch langsamer als Intel. Ja. Aber trotzdem. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Nein, Nanoxia. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe die letzten 2 Tage gebenchmarkt. Andere Ryzen CPUs. Genau in diesem Setup, wie ihr es hier gerade seht quasi. Um daraus eventuell ein wunderschönes YouTube-Video zu basteln. Die 300 FPS-Grenze ist ausgehebelt in dieser Benchmark-Map. Mit dem 86K und der RX580 habe ich keinen Vergleich. Golden Toast Message Team. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ein feuchtes Höschen. Ja, gleich ganz bestimmt. Für 225 Euro ist das Ding ein richtiges Biest. Und dass der so gut auf dem 370er läuft. Bisweilen. Bin mal gespannt, was sein Outcast reißt. Mit Kühler. Desperado, was? Bits sind im Angebot, Leute. Kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Was ist denn los? Einfach nur mein Hilfe! Es eskaliert alles ein bisschen. Nur ein wenig. Den Benchmark übrigens auch dreimal, weil jetzt sind wir schon bei 332,77. Wieder mal for President! Woop, 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 woop. Ja, das Schnitzel, das kann ich verstehen. Vielleicht machen wir Samstag die ganze Kirmes mal mit dem B350er, dass wir das nochmal ausprobieren. Morgen Abend ist hier Cities XL. Ist das Cities XL? Ich glaube ja. Mit dem Bersi.
Da wird die Ravioli City weitergebaut. Das ist ein total cooles Lehn dich mal zurück Spiel und tu deinen Senf dazu. Das macht richtig Bock. Da freue ich mich so super drauf. Gibt's auf Twitch ein Bits Achievement, nicht, dass ich wüsste. Der Bitfluss reißt nicht ab. City Skylines. Dankeschön. WTM 2LP. Bist du denn morgen am Start? Kannst du dem Bersi wieder den Arsch retten? Oder hast du morgen keine Zeit? Ja, nicht City 6L. Ja, darum habe ich ja gefragt. Darum habe ich ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Erreicht der i7 67K? Du meinst den 6700K? Ja. Der ist nicht so schnell wie ein 86K, aber der reicht immer noch zum Zocken. Ich hoffe nicht, dass der Bersi morgen die Stadt wieder flutet. Ich hoffe, er baut noch ein paar Unis auf Bergen. Laut Computerbase sind die Unterschiede zwischen X370 und 74 nicht besonders groß. Ja, ihr habt ja vorhin auch gemeint, dass der Boost noch nicht aktiv ist, dieser extra Boost. Round Draw. 333-22. Awesome. Das war Counter-Strike, meine Damen und Herren. Wunderschön. Next on the line. Wupp, 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 wupp. Outcast. Outcast 1.1. Ein alter Schinken, der für Steam lauffähig gemacht wurde. Besonderheit bei dem Spiel ist, es läuft komplett auf der CPU. Die Grafikkarte macht gar nichts. Das arbeitet mit Voxeltechnik. Das sind keine Polygone, die gezeichnet werden, außer die Charaktermodelle sind Polygone. Aber die ganze Landschaft und die Gebäude, das ist alles Voxel. Das sind gestapelte Pixel, die so gestapelt sind, dass es voluminös aussieht. Damals war das Teil ein absoluter Eye-Opener. Ich glaube, das ist 98 rausgekommen oder 99. Hat Hardware gefressen, noch und nöcher. Man konnte das damals nur in 320x240 zocken. Und das haben sie jetzt für Steam neu aufgelegt. Mit 8-Kern-Prozessor-Support quasi. Die Meisterbrauerei. Dankeschön. Und mein Benchmark ist einfach dieses Savegame laden und eine Minute lang rumstehen. Auf dem Ryzen 7700 hatte ich knapp 80 FPS. Der hat ein bisschen den Thread-Vorteil. Allerdings, ich denke, der Takt haut's hier raus. Dicker Mix, was ist hier los? Müsste 99 gewesen sein, meint der Webi-Loop. 76 Bilder, 77 Bilder. Oh, da. Auf einmal skaliert. Das verhält sich ein bisschen strange. Ich glaube, das hängt ganz krass an der Hintergrundlast, die dann noch zugange ist oder so. Oder es hat mit der Thread-Verteilung zu tun. 85, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist jetzt in Full-HD-Auflösung. Das wird signifikant anspruchsvoller, desto höher die Auflösung ist, weil er mehr Pixel darstellen muss. Er jumpt so ab und zu hoch. Herr Snake, 45 Bits. Bis 22 Uhr geht. Okay, ja. Naja, immerhin. Ich werde es dem Bersi ausrichten. Dass er bis 22 Uhr die City zerlegen kann. Ah, Wolverine schreibt da auf jeden Fall was sehr Interessantes, ja, dass man mit dem 370er wohl sehr gut einfach fährt. Das ist ja das Tolle bei den neuen X-CPUs. Großartig. Übertakten wird man die gar nicht können. Ein bisschen was wird wahrscheinlich gehen. Aber was die Out of the Box halt schon leisten, ist schon ziemlich beachtlich. Also es schwankt so ein bisschen, ne? Man sieht das. Er lastet den Prozessor auch ganz gut aus. Dass der allererste Thread so eine hohe Auslastung hat, ist übrigens ganz normal. Das ist Outcast geschuldet. Performance ist gut, ist im Bereich des Ryzen 7 1700 und teilweise kurz auch mal drüber. Es schwankt so ein bisschen, ja. Das ist das Spiel hier. Das war damals ein Traum von der Optik her. Wobei ich die Wassertransparenzeffekte, Spiegelung in Original Non-Steam-Edit besser in Erinnerung habe. Aber das war damals der Knüller. Das ist hier noch das Startgebiet und später auf Adelpha
hast du dann riesige Weiten und was weiß ich nicht was. Und wenn du das in 4K flüssig zocken willst, dann brauchst du schon ein echtes Multi-IPC-Beast. Ja, mit 8 Kernen am besten. So, das war Outcast. Jetzt warten wir mal, bis PUBG geupdatet ist. Und ich nutze die Gelegenheit und gehe mal wohin? Geh mal auf Toilettchen, ne? Würde ich mal sagen. Weil, oder bis dahin. Ja, parallel was dazu laufen lassen, macht ja eigentlich keinen Sinn. Wir können mal gucken, ob er anfängt zu idlen. Das wäre ja durchaus sinnvoll. Wir können jetzt nochmal schauen, was wir hier bisher so abgerissen haben. 71 TCTL Max. Ist auch knackenwarm hier oben natürlich gerade. VRM 62 Grad beim Sensor. Auxiliary wird nicht richtig ausgelesen. V-Core 145. Profilmäßig müsste hier eigentlich... Ja, Ryzen ausbalanciert ist selektiert. Der Ryzen Master spuckt einem ja auch irgendwie aus, welcher Kern denn der beste ist. Der ist mit so einem Sternchen markiert. Wie läuft das auf einem Pentium 3, 4 oder 2? Der PUBG macht automatisch weiter, weil Outcast gerade noch lief. Ja, damals war die Maximalauflösung bei dem Spiel 512x384 Pixel. Die PC Action hat damals groß getrollert. Oh, auf dem Athlon 600 läuft es endlich flüssig. War aber nicht flüssig. Der Preis ist gerechtfertigt, Felix. Ja, wir gucken mal, ob er anfängt zu idlen. Er lädt natürlich runter. Beobachten Sie das Ganze. Ich muss mal kurz aufs stille Örtchen. Ne, RAM, wie gesagt, auf 3200 ist. Single-Rank-Module CL14. Sind natürlich kernige Speicher. Ah, ja, 2600. Wup, 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 wup. Es geht ab. So weit, so beeindruckend. Ich weiß natürlich nicht, ob er zum Idlen kommt. Solange er hier runterlädt, kann ich mal kurz die Downloadrate ein bisschen hochsetzen. Damit das fixer geht, weil ich möchte auch eine kleine Runde PUBG durchführen. Bitte fetzige Musik. Wir gucken mal, was wir finden. Wie wär's mit Brain Power oder so ein Käse? In diesem Sinne, auf YouTube bis zum nächsten Teil der Aufzeichnung, weil... Die Musik gibt's nur live.